Ja, ich vermute mal auch auf YouTube. Herzlich willkommen hier bei Scorn. Scorn. Oh, sieht aber schon cool aus, wie das pulsiert. Das sind wir, oder? Hashtag NoFilter. Das ist ja schon mal gut. Ich komme hier aber nicht rein, ne? Nee, ich komme hier nicht rein. Auch das sieht wieder sehr fragwürdig aus. Ich glaube, da ist jemand schon öfter im Krankenhaus auf irgendwas gelandet. Ich glaube, das hängt da schon raus. So. Okay. Ist hier noch irgendwas? Das sieht aus. Oh. Das sieht aus wie ein Gaming-Chair. Nice. Würde ich mich sofort reinsetzen. Oh. Ich sehe, Tobi ist auch da. Ich erkenne ihn überall. Ja, eindeutig Tobi. Ja. Okay. Wer spoilert, fliegt übrigens, ne? Wollte ich nur mal kurz sagen. Ist mir egal, ob ihr das Spiel schon bei Ultra Oshi 2000 gesehen habt. Ja, das viel, viel besser spielt, klar. Wer spoilert, fliegt. Wer vorsagt, kriegt direkt in die Fresse. Da geht direkt, ja? Da sehe ich einfach, da sehe ich die Mundöffnung mit dem Spoiler und dann schiebe ich schon meine Faust rein, weil ich es beim Spiel so gelernt habe. Weil Spiele machen mich gewalttätig und aggressiv. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es. Oh mein, oh no, was? Oh no, ist das ein Rätselspiel? Ich dachte, es wäre Horror. Ich meine, gut, es ist der Horror, aber das Schlimme ist, ich weiß nicht mal, was ich hier wohin schieben muss. Bisschen spät dran mit Scorn. Ja, Entschuldigung, dass ich nicht sofort zu Release gespielt habe und dass ich aus Versehen im Urlaub war und dass ich vielleicht auch andere Dinge zu tun habe. Ich weiß, es ist wichtig, als Let's Player und als Streamer unbedingt Day Zero zu spielen. Weil man immer für jedes Spiel sofort parat stehen muss. Ja, das ist natürlich schlimm. Tut mir leid. Oh, bist du süß. Oh, wie süß. Das ist unser Baby. Das ist unser Kleines. Guck mal. Ich bin ganz ehrlich, ja. Ich mache das inzwischen seit 12 Jahren. So sitze ich hier. So sitzt man einfach ganz normal. Auch als Streamer, als Let's Player, ist egal. Die sitzen alle so. Okay, na dann komm mal her. Ich will mich... Mein Problem ist immer, wenn ich hier sowas sehe... sowas nicht. Wenn ich hier sowas sehe wie die Weiche. Ich versteife mich immer darauf, dass es diese Lösung sein muss. Es muss so und so weitergehen. Und dann lasse ich alles andere außer Acht. Und das ist, glaube ich, nicht gut. Oh, das war... Oh, das ist sein kleiner Bruder. Ja, also jetzt ist er klein. Vorher war er noch ein bisschen größer. Den habe ich auch so in den falsch rum reingelegt. Man macht halt das einen Anfängerfehler. Das passiert jedem Elternteil mal, wenn man sein Kind liebevoll in die Säge legt, ja? Du musst dir aber keine... Was? Ganz der Vater. Das ist ganz der Vater einfach. Oh, das aber, das Hohlkreuz ist ein bisschen bedenklich, aber... Für TikTok sind das gute Voraussetzungen. Gut. Unser Kind wird mal erfolgreich, nice. Der fasst sich hier so ein bisschen in den Bauch und liegt in seinem eigenen Dünnschiss, glaube ich. Guck mal. Der fasst sich hier richtig in den Bauch, der hat richtig Schmerzen gehabt und hier liegt er in seinem eigenen... Ich glaube, der hat sich einfach ausgeschissen. Der hat sich einmal umgestülpt gefühlt, ja. Garnischt. Kann ich mich da draufstellen? Kann ich hier wieder irgendwas reinstecken vielleicht? Wow. Oh Gott. Ach, oh, Junge, Junge, Junge. Mhm. Oh, da gibt's Schwierigkeiten. Ah! Oh nein! Oh! Ach, das kennt man! Ah. War einfach zu früh. Es sieht aus, als wäre ich in so einem Werbespot für Abführmittel. Ja. Ich wiederhole das gerne nochmal. Ja, ja. Oh, wo hat denn der seine Hand? Frech. Aber ganz ehrlich, zum Abschluss nochmal, klar. Warum nicht? So, hier kann man den Fahrstuhl auch rufen. Okay. Oh Gott. Oh, 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 au, ah, oh, au, nein, schlapper mich nicht, aua,
das sieht alles... Sag mal... Ach, der Parasit hält die Sachen für uns? Unser Rucksack... unser Rucksack hält die Sachen? Wir haben ein Inventar? Unser Inventar sind die Händchen von dem Viech auf dem Rücken? Was, oh Gott, was ist das denn? Das sieht fantastisch aus. Oh, nein! Oh, oh, Parasiti! Nimm deine Hand da raus! Nein, hör auf! Aua! Oh. Ja. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, ich schneide das hier raus in YouTube, sonst... Hallo YouTube. So, warte. 100% Pazifisten-Run. Okay, dafür ist es zu spät. Ih, was ist denn das? Ist das ein Freischwinger oder was? Oh Gott! Okay, war hier noch irgendwas? Ist da noch ein kleiner Automat? Nee. Ich könnte ihn wegballern. Ist eigentlich echt wie so ein widerliches Grimtails hier alles, ne? Könnte auch das Schloss von den Grey Greys sein, wenn wir ehrlich sind. So versifft, wie es hier aussieht. Wahrscheinlich die Rache der Steinkönigin. Und hier werden überall kleine Brandons geboren. Hallo! 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 Okay. Das hier bedeutet was. Ich glaube, wir gehen hier generell einmal im Kreis, ne? Ich konnte nicht. Oh, bado, bado, bado. Oh. Ich konnte schon, aber ich hab nicht. Lad schneller nach! Lad doch schneller nach! Nein, Mann, das reicht schon! Nein, ich kann nicht weg! Oh, ich komme schon wieder nicht! Wieso klemme ich hier fest? Wie? Hier ist ein Durchgang! Wieso geht der nicht weiter? Das ist ein fucking Durchgang! Wie immer, wenn ich angegriffen werde, klemme ich fest? Das ist meine Lebensformel für alle Spiele. Du wirst angegriffen, ab in die Ecke. Die Hand und das Gesicht und die prächtigen. Ich meine, ja, Body Positivity, aber alles hat Grenzen. Alles hat, das ist nicht da, das ist nicht gesund. Das meine ich damit. Ich glaube, wir werden langsam selber zu so einem Viech. Oh, das ist nicht gut. Warum wehrst du dich noch? Was? Was? Wer spricht? Hier ist unten. Aber wie ich jetzt bei ihr da reinkomme, bitte nicht zitieren, das weiß ich nicht. Okay, warte. Irgendwo? Ach, hör auf. Nein, du legst zuerst auf. Nein, du legst zuerst auf. Nein, du legst zuerst auf. Was? Ich soll dir noch einen Titter aufreißen oder irgendein Loch in den Unterleib schreddern? So süß immer ist, aber. Was? Hä? Von beiden Seiten? Ich konnte gar nicht bewegen! Ich kann mich nicht bewegen! Willst du mich verarschen von beiden Seiten? Erst fällt mir einer in den Rücken, dann ballert er mich von vorne weg und dann wieder in den Rücken. Wow, mega fair. Mega fair. Wow. Nein, ich habe wieder nicht nachgeladen. Das war, ich bin so dumm.
Ich bin so. Ich hab wieder. Und jetzt häng ich wieder fest. Oh, fick. Okay, das ist meine Schuld. Ich entschuldige mich, das ist meine Schuld. Ich war jetzt ein bisschen zu voreilig. Jetzt war ich einfach dumm. Ich war dumm, weil ich zu ungeduldig war. Weil wir gerade gestorben sind und ich mich darüber geärgert habe. Und mein Ärger hat mich abgelenkt vom Wesentlichen im Leben. Lasst euch das eine Lehre sein. Zieht die Lehre aus meiner Dummheit. Für euer Leben. Renate! Renate? Renate! Ich hab mir die Brust rasiert. I! Oh Gott! Meine Damen und Herren, auf Gleis 7 hält Einfahrt der Intercity in Richtung Wochenende. Wochenende, Wochenende. Schon habe ich Renate wieder vergessen. Okay. Tobi? Das ist doch Tobi. Das sehe ich sofort. Die haben den Statuen gebaut? Sieht aus wie bei uns zu Hause. Ja, warum nicht die ganze Hand reinstecken, den ganzen Arm? Andere Leute finden das ekelhaft, aber ich krieg Sehnsucht nach Forest. Ach Mensch, ich vermisse Forest. Ah, schön Beine zum Trocknen aufhängen und alles. Mm, good times, good times. Ja. Lass! Ach, guck mal, das Gesicht hier unten links. Oh, schlafe mein Baby, schlafe, schlaf ein. Schlafe mein Baby, wie hässlich kann man sein? Ach, ich wollte schon sagen. Nein! Nein, ich habe nicht nachgeladen! Oh, ich bin so dumm. Ich hatte gerade die ganze Zeit... Oh nein, jetzt lädt das wieder so langsam nach. Steuerung. Alter, ernsthaft? Das ist der Bossfight? Okay. Kommen wir hier durch? Bitte sag, dass wir hier durchkommen. Einmal kurz an Tobi vorbei. Was? Was? Na sicher! Na Sigi! Biodiesel, Leute! Wir fahren auf Biodiesel! Was war denn das? Oh no. Oh no! Warum? Nein, das Paradies! Umsonst? Heilige Scheiße, was war denn das? Puh. Lustmord. Die Musik ist von Brian Williams, aka Lustmord. Es passt gut zum Spiel, glaube ich. Roberta. Darling. Liebe Roberta, meine Gedanken werden sich immer um dich drehen. Ach, Renate, Entschuldigung, ja, Renate, ja, oh, ja, Renate, ich hab schon wieder vergessen, die ist schon längst tot, ist doch egal, Roberta, Renate, der Parasit soll dann Vater darstellen und die Renate ist die Mutter, ja, ja, und das Ganze ging um Weihnachten, um Familienzusammenführung, oh, das ist Gronkh, hab ich gerade Gronkh durchlaufen sehen, hallo Gronkh, tschüss Gronkh,
Supportet bitte Indie-Entwickler. Au, mein Po tut weh. Wir haben es gerade in einer Rutsche durchgespielt. Aua, aua, aua. Ich muss gleich mal meine Po-Backen ein bisschen trainieren. Sonst sehe ich auch bald so aus wie die im Game. So, vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube. Ciao mit V. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis bald mal wieder und hoffentlich bei einem anderen Let's Play oder mal gucken, was gerade so läuft. Ja, andere Leute müssen zur Schule und wir beenden gerade das Game. Vielen Dank nochmal. Ciao mit V. Bin raus mit Klaus. Ciao. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ja! Oh!